It looks like we've lost them. Thank you. I owe you one. You don't need to thank me. I couldn't just abandon you. But what do we do now? I have to go to the next district. District? Is there one near here? You're going to destroy another key, aren't you? Yes. That is always my mission. I have to destroy the key of the district of Hallowed Water. But... You saw the truth yourself, at the district of Soul Flame. I don't know. I'm not a Knight of the Seal anymore. But if I go with you, I might find out what's going on. Let me come too. Hallihallo und willkommen zurück hier zum Let's Play Dragon Guard 2 mit mir, Leviathan 2. Okay, so, dann haben wir jetzt auch unsere nächste Mission. Zerstöre den Distrikt des Heiligen Wassers. So, dann müssen wir zuerst schauen, was haben wir denn hier? Nichts Neues, wir haben ja, glaube ich, nichts gekriegt, genau, ja. Na, dann Items. Haben wir auch nichts mehr. Ich nehme mal noch einen Astral-Trink mit. Ich denke, ich habe noch genug vom anderen. Gut, dann fangen wir mal die Mission an. Hoffentlich funktioniert's. Ich glaube nämlich, ich weiß, was jetzt kommt. The village is just ahead. You'll see what's really going on. Okay. Mach dich auf den Weg. Cool, das habe ich nicht gedacht, aber dann kriegen wir vielleicht nachher gleich das neue Dorf. Cool. Fire! Ohoho. Ich finde cool, wie es aussieht. Das haben sie schön gemacht. Gut gemacht, Kevier. Und was wollt ihr? Treffer. Haha. Freunde sind tot. Du bist der Letzte. Haha. Oh, okay. Anscheinend ist er doch nicht der Letzte. Ich sehe da noch mehr. Noch mehr Feuer. Wow. Ja, nee, oder? Ich weiß, ich könnte jetzt hier einfach nur durchfliegen, aber Legner kriegt sonst schon zu wenig Trading ab, also... Die Greife geben, glaube ich, wenigstens auch einiges. Und wenn ich die da one-hitten kann, dann... Die sind mir da ein bisschen heikel. Lass mich raten, ich kann nicht landen, solange hier noch Gegner in der Luft sind, weil am Ziel wäre ich. Ah, okay, dann halt einfach die. Wow. Let's wipe them out. Ja, Schlagfam ist halt im Himmel gut. Nur wird auf einmal ganz aggressiv, für das, dass er am Anfang gar nicht kämpfen wollte. So, jetzt mit natürlich einem verbesserten Drachen geht das Ganze auch viel einfacher. Gott, ich wollte nicht zu nah dran stehen. Überlegen, ob ich die Kleinen hier töten soll, um hoffentlich einen Boden zu kriegen. Aber... Ja, gut. Funktioniert. Dann wieder zum Schiff. Ah, haben wir auch schon ein bisschen mehr Schaden gemacht. Trifft halt auch das Schiff mehrfach. Da habe ich, glaube ich, einiges kaputt gemacht. Ach so, muss ich die hier auch zerstören. Oh je. Entschuldigung.
wir haben hier noch einen Jilf. Oh, wer war das? Das tut weh, Leute. Schiff hat da auch eine gehörige Feuerpower. Im Gegensatz zu diesem Zeppelin. So, komm. Wo ist der nächste Zeppelin hier? Und wow. Ist er weg? Nee. Die elenden Energieballen, die folgen mich. So, hätten wir das aus dem Weg, dann fehlt ja nur noch der. So musst du dir selbst haben. 4000 Erfahrungspunkte, logisch hat Legner deinen Aufstieg. Ich hole mir den, falls noch irgendwas kommt. He's going down! Boom! Naja! Ich bin wohl... I can see the village. There's nothing left now. The river has dried up. It's not a place for people to live. Though they say that long ago, this was a green and fertile land. The river dried up? Just like that? Of course not. It was the work of the knights. When they built the fort over the headwaters, the river dried up and the land became a desert. If what you say is true, then the knights are doing nothing but spreading misery. Why don't you see for yourself? Let's go. Hast du das jetzt? Ja, das war's. Gut. Oh, haben wir Legner wieder ein bisschen stärker gemacht. Ja, Zeit haben wir noch. Verschreiben aber natürlich. Speichert Spieldaten. So. Dorf des Sandes. Unter des Sands. Another death. Another innocent life lost. A child. I'm sorry. I was too late to help. But I will destroy the district and release you all. Now do you see, Noe, how they suffer? They have nothing to eat. They're starving to death, but they cannot leave. If they do try, then the knights punish them. But staying here means that they weaken and die one by one. Hell for them if they stay, and hell if they flee. Open your eyes, my beautiful child. No, the truth is worse than any hell. Noe, please. Open your eyes. See the truth. Yes. I've seen enough, Mana. I believe you. I'm coming with you. Maybe I can help you somehow. Thank you. Cool. Aber für mich ist der Waffenhändler interessanter. Waffenhändler. Was hast du zu verkaufen? Das Teufelszepter. Das ist eine sehr starke Waffe, die ich mir nicht leisten kann. Und der Stab des Philosophen. Kriegsring, Klingenschärfe der Waffe. Ja, das sind auch alles sehr... Oh. Ich sollte auch ein paar Heilsachen mitnehmen. Der Stab der Philosophen. Also die... Das Teufelszepter ist wirklich eine gute Waffe, wenn man gegen Schildträger antritt.
Das ist, ich weiß, der hat, glaube ich, auch irgendwas. Ich glaube, da ist die Story von dem ganz gut. Stab des Philosophen. Ich glaube, ich nehme den mal mit danach, aber noch dazu einen Heiltrank. Chef verlassen, ja. Dann ausrüsten. Das, den Heiltrank nehme ich jetzt aber mal nicht mit ins... mit ins Dings. So, ich glaube, dann können wir Novels Schwert noch rausnehmen. Und dafür den, ja, doch schon starken Stab der Philosophen hinein. Gut, ja, dann hätten wir es hier soweit. Dorf verlassen. Ich hoffe, da kommen dann auch noch die neuen Waffenlieferungen, aber da werden wir immer darauf hingewiesen, wenn es soweit ist. Es gibt schon ein paar Waffen, die ich unbedingt noch haben möchte. So gut, wir sind ausgerüstet, wir sind bereit und ich würde sagen, wir gehen los. Was kommt? Das kommt. Halt! Who are you people? Get out of our way. Ha! You must be the rebels we're after. I'm going to enjoy this. Let's head to the... Glaubst du, dass du da Spaß dran haben wirst? So, ich bin am überlegen, ob ich gleich das Skaldenglied schon aufleveln soll. Sollte nicht so das Problem sein. Ja... Wieso nicht? Autsch. Ach, ich kann nicht zurück. So, okay. Die Wasserfüstung, die den Schlüssel beherbergt, liegt hinter diesen Toren. Verschaffe dir Zutritt! So, okay. Genau. Jetzt kommt, glaube ich, das, was ich gedacht habe, vorhin würde kommen. Also, der Kampf gegen Hench. Hench. Haben wir auch schon gesehen, da bei der Eröffnungszeremonie. Sesam, öffne dich. Bitte. Gut. Und weiter. Hier hinein. Viele Leute. Etliche Richter. Das klang doch mal gut. Ach nee, das mache ich allein. Okay. Man kann mich auch ärgern. Was habe ich? Ach genau, das Wolfs. 1, 2, 3, 4. Das funktioniert doch auch. So. Ja, ich habe ja wirklich vor Skaldenglied noch Aufstufe. Ja, ausgewichen hat nichts gebracht. Ausweichen hat nichts gebracht. Mir nicht. Dance. Dance. Oh, komm. Nicht blocken. Dummer. Leben, das ist auch immer schön. Ja, es wäre wirklich ein guter Augenblick für Legner, eigentlich. Aber dann doch auch wieder nicht. So, Novis Schwert müssen wir auch noch aufleveln, damit wir da die... Novis Hintergrundgeschichte kennenlernen. Das ist etwas, was mir in diesem Spiel immer sehr gefallen hat. Die besten Stories hört man durch die Waffen und das gleiche gilt für die Lieutenants. Also wenn ihr euch fragt, von wo habe ich die Story,
Oh, jetzt sieht man schon, wie schnell ich bin. Von wo hat man die Story? Habe ich die Story vom Lieutenant so Level 4? Gut, das reicht. Dann machen wir jetzt, keine Ahnung, Skaldenlied. So, Level 100. Boom. So. Ja, von wo habe ich die Story von Lieutenant Zhangbo? Man kann, glaube ich, aber erst... Also man kann seine Waffe kriegen, aber glaube ich erst im New Game Plus. Und die dort entfaltet sich dann halt auch mit dem eigentlich mit dem Aufleveln der Waffe, die Waffengeschichte. Jetzt, oh, Gardisten. Da ich aber in diesem Let's Play nicht New Game Plus anstreben werde, schade, dass es jetzt vorbei ist. So, gut, Gardisten. Dann nehmen wir Manas Stab. Genau, es hat jetzt auch. Und boom, 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 boom. So. Mana ist, war immer schon so ein bisschen das One-Hit-Wonder. Du hast viele Gegner an einem Ort und Mana schon lange nicht mehr eingesetzt. Ja, dann weißt du, was du zu tun hast. Obwohl... Das Schöne ist ja, ihren stärksten Stab kriegt man recht, also recht früh im Spiel. Und den muss ich mir noch holen. Ah, Rebellen! How dare you rebel against the knights of the sea? You people are only valuable as sacrifices. Och, das war gemein gesagt. So, Geld. Give me your money, I want to have it now. Ich glaube, wir sollten uns noch die Purpurschwingen anschauen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da... Genau, das ist einfach ein Feuerball, der von oben nach unten regnet. Das war jetzt in der Situation nicht so perfekt gelöst. Das war jetzt ein schlechtes Bild. Gut, aber wir haben das Skaldenlied. Ich werde dann, sobald wir so weit sind, werde ich dann auch Hanches Geschichte preisgeben, eben weil, wie gesagt, sonst werden wir sie ja nie erfahren. Vielleicht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es wirklich nur im New Game Plus zu erhalten sind. Oh, da geht das Tor auf. Ritter sind verzweifelt und die Chance, stürmen ins Innere. Okay, zuerst stirbt der noch. Danke. Und Drachenstoß, das ist gut. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Und 8. So, mehr habe ich aber auch keine Lust. Deshalb, ja, das wäre jetzt viel schneller gegangen. Ziel. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob das einfach ein Level für sich ist, weil da möchte ich doch gerne noch ein bisschen trainieren. Wow. Aufladen, aufladen! Boom! Hahaha, du bist voll reingefangen. Besiegt. Oh, da kommt schon der nächste. Autsch. Okay, den darfst du. Haben wir jetzt? Ja, haben wir hier noch ein paar. Den hier wirst sie kaum machen können. Ja, Knecht wird wahrscheinlich nicht mehr so viel brauchen. Ich habe jetzt doch schon einiges mit ihm gemacht. Noch 1000, okay, aber das braucht die Sünde und Sühne auch. Nur wir Schwert mit 700 noch am wenigsten. Und
von den Schwertern und sonst der Heiliger Kristallstab mit 300. Ja, gut. Dann schauen wir doch mal, was Novels Schwert drauf hat. Eigentlich nicht so viel, aber wir wollen ja wissen, was so mit Novels Kindheit los ist. Also müssten wir die Waffe eh noch aufleveln. Autsch, das hat wehgetan. Das hat unnötig wehgetan. So. Ja, noch ein paar schwächere Gegner. Die Magie ist Schallhieb. Nee, also es ist... Nove hat grundsätzlich zwei Magien. Er hat ein paar Waffen, die haben noch spezielle Magien, wie jetzt Noves Langschwert. Aber grundsätzlich hat Nove immer Schallhieb und Schallfeuer, genau. Und Schallfeuer ist das, was am Anfang schwächer ist, aber auf Stufe 4 dann stärker. Das ist nämlich Zeit verlangsamen und Reichweite der Waffe erhöhen, zusammen mit der Geschwindigkeit von Nove erhöhen. Das Problem ist halt einfach, wie gesagt, im aktuellen Kampf bringt es nicht so viel. So, Heiliger Kristallstab mit der Stimme der Elementen. So. Perfekt. Da haben mir gleich die Dorfbewohner noch geholfen. Wir haben ja jetzt schon wieder eine Waffe-Geschichte freigeschaltet. Besiegt. Gut. Dann haben wir alle Gegner. Jetzt weiß ich halt nicht, entweder geht das Level weiter, dann habt ihr einen extra langen Part oder sonst bin ich durch für die Aufgabe und dann kommen wir das nächste Mal zur nächsten. Ich weiß es nicht. Das sollte so nicht sein. Gut. Ja, Entschuldigung, da ist mir der PC ausgestiegen. Ah, geht doch noch weiter. Okay. Das ist die gesamte Verstärkung. Oh. Heiliger Kristallstab. Da muss ich mich eigentlich beeilen. Oh. Ja, nicht mal ausweichen kann man. Oh. Ich muss hier alle umbringen, hä? Ah, nein. Wie viel gebt ihr? 24. Dann brauche ich 10 von euch. Autsch, autsch, autsch. Gott, aber das gibt mir auch die Chance, mit dem Kampfstab hier die Ritter zu erledigen. So, weniger Probleme. Das geht jetzt halt einfach besser so als mit dem Feuerball. Ja, renn du nur davon. Du weißt nur, dass du kein Stück besser bist als diese verdammten Goblins. Oder die Goblin-Schimmern, um genau zu sein. So. Und jetzt zu dir. Ah, nee. Vergiss das. Das war dumm. Ha! Ich hab's überlebt. Das sind jetzt beides Gegner, die man eigentlich schlecht mit dem Legner besiegen kann. Die Magier halt, weil sie einen runterschießen und die Gardisten, weil sie so gut wie keinen Schaden nehmen. Seien sie darauf trainiert, Drachen zu töten. So, gut. Und das Tor geht auf. Gut, jetzt muss ich den Dorfbewohnern zur Hilfe eilen, aber zuerst nutze ich hier das Geschenk des Geldes und der Kisten. Denn grundsätzlich habe ich kein Zeitlimit und die Dorfbewohner müssen eigentlich auch nicht wirklich überleben. Wenn man es ganz genau nimmt. Geld. Wir haben ja herausgefunden, dass ich immer mehr Geld gebrauchen kann. Das darfst du haben. Das Schwert. I'm no longer a knight. There's no going back. Ja, so wie du die Massenmörderei unter den Rittern hier anstellst, ist es irgendwie klar. Autsch. Das hätte nicht sein müssen.
Hey, jetzt hört er mal auf. Hei, hei, hei. Oh, jetzt haben wir sogar hier Magier. Das ist dumm. So, genau. Auf Stufe 1 kriegt man nicht mal eine Combo voll. Das ist eben traurig. Wäre mir schon lieber, wenn ich wenigstens eine Combo voll kriegen würde. Könnte ich nämlich die meisten Gegner hier vernichten. Aber dazu brauche ich dann wohl doch. Komm von allen Seiten! Oh, was gibt's hier noch Schönes? Leben! Genau, was ich gebraucht habe! Okay, von mir aus. Fühlt ihr euch jetzt besser? Nur von dem Feuerball getroffen und so. So, Novi Level 13. Der braucht hier schon noch ein paar Level, um wieder mitzuhalten. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, das Spiel verlangt nicht von dir, dass man da. Von einem, dass man da die ganzen Level wiederholt, aber man kann halt. Und ich glaube, das gibt noch Waffen. Ich werde mir dann. Sobald ich doch so, wenn ich dann irgendwann so stark bin, dass ich wirklich ohne Probleme jedes Level wiederholen kann, oder die ersten Levels wiederholen kann, dann werde ich das machen. Dann ist es ja auch nur noch eine Frage von ein bisschen Zeit investieren. So. Wollt ihr jetzt bitte mir den Gefallen machen und sterben? Nein. Ah. Ich habe keine Lust, dir hinterher zu kommen. Da spiele ich doch lieber Tennis! Tennis! Oh, das war's schon fast. Was haben wir hier? Geld! Ich mag Geld. Und noch hier hinten haben wir Magier. Magier sind ihre Angelegenheit. Feuerball! 24 Erfahrungspunkte. Sie hat ja vorhin. Eigentlich sollte der Stab jetzt nicht mehr viel brauchen, um zumindest mal auf Level 2 zu kommen. 174. Ja, gut, doch, doch, schon ein bisschen doch. Gut, aber wir haben hier hinten ja noch mehr Magier. Nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach irgendwas Nove. Die haben beide gleich viel Magie, fällt mir gerade auf. So. Du kriegst auch noch deinen goldenen Augenblick, Gegner. Blutige Lefzen? Nee. Gnadenlose Klauen. Gnadenlose Pranken. Tod. Mission beendet. Okay. Ja, da habt ihr doch noch einen recht schön langen Park gekriegt. Thank you. Now all the sluice gates are open. But the river still won't flow. The key holds back the water. It must be destroyed. We have to go to the shrine of hallowed water. Gut, noch schnell auswerten. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Skaldenlied im nächsten Part an. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet auch im nächsten Part wieder mit ein. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal.